heute zusammen und schön, dass ihr wieder mal eingeschaltet auf MA Games TV. Und zwar heute zu einem neuen Video und es geht um unsere drei Sommertipps, die wir euch wieder mal mitgeben für in der Ferien oder wenn ihr in die Ferien geht oder wo ihr auch immer gerade seid, einfach eure Ferien geniessen. Und wir haben wieder unsere drei Top Games, die wir euch vorstellen, drei Top Bücher und das mal drei Top Unternehmungstipps für euch am Start. Und wegen dem sagen wir auch, los geht's! Kommen wir zu unserem ersten Game, Animal Crossing New Horizon, exklusiv für Nintendo Switch. Das perfekte Game für Ferien, da man die Switch überall mitnehmen kann. Und Animal hat ja eingeschlagen wie eine Bombe und sicher auch eines der besten. Du bist mit deinem Charakter auf einer Insel und entscheidest, wie was du bauen willst. Deiner Kreativität kannst du frei im Lauf lassen. Sammeln, bauen, kaufen, verkaufen. Mach was watch, denn du bist der Erbauer. Unser zweiter Game-Tipp, Final Fantasy VII für PS4. Eins der meistgespielten Teile und auch eins der besten im Jahr 1997. Jetzt, 23 Jahre später, ist eine neue Auflage gekommen, und zwar komplett überarbeitet. Mit geiler Grafik und neuem dynamischem Kampfprinzip und mehr. Mehr erlebt die Story mit dem Cloud's Drive und seinem riesigen Schwert. In der ersten Episode spielt man in Midgar. Die zweite Episode wird wohl Ende Jahr oder vielleicht sogar erst nächstes Jahr kommen. Und natürlich noch was zum Online-Gamen, Call of Duty Modern Warfare, der Warzone-Modus. Infinity Ward hat hier nach meiner Meinung den Battle Royale-Modus auf einen Höhepunkt gebracht. Mit umfangreichen Gameplays und geilen Ideen, wie zum Beispiel dem Gulag. Ein Spaß für die ganze Familie. Ja, liebe Leute, das waren unsere Top 3 Games. Ich hoffe, ihr habt es schon mal gespielt oder habt schon mal reingeschaut. Und wenn nicht, schaut jetzt auf jeden Fall rein. Und jetzt kommen unsere Top 3 Bücher für unterwegs, wenn ihr irgendwo am Strand rumliegt oder irgendwo in ein Flugzeug geht oder wo ihr auch immer geht oder auch da bleibt, wie auch immer. Da kommen unsere nächsten Top 3. Unser erstes Buch, Herz aus Stern, von einem YouTuber Nino Kern, der Animes-News macht und alles rund um Animes. Es war schon immer sein Traum, ein Buch zu schreiben, das in die Richtung Anime geht. Ein Roman in die Richtung Science-Fiction, Fantasy-Kategorie oder halt einfach Anime. Eine tolle Geschichte über ein Mädchen, Weltraumpiraten und den Milchstrasse. Für jeden Anime-Fan etwas. Far Cry 6 ist ja offiziell angekündigt und dazu stelle ich euch das zweite Buch vor. Und zwar Far Cry 5 Vergebung. Und wer den 5. Teil schon gegamet hat, in diesem Buch geht es um die Vorgeschichte von Hope Country, von der Mary May, die ihre Brüder verloren hat und einiges mehr an diesem teuflischen Kult. Und das dritte Buch passt, weil das nächste Assassin's Creed Valhalla ja kommt, geht es aber im Buch um Assassin's Creed Odyssey. Und da taucht man im 5. Jahrhundert in Griechenland ein. Die Geschichte von der Cassandra, eine spartanische Söldnerin, die von ihrer Familie ins Exil vertrieben worden ist. Ja, das waren unsere Top 3 Bücher. Ich hoffe, etwas gefällt euch davon. Ich habe auch eins gelesen, das Herz aus Stern. Das ist auch ein ganz geiles Buch, für jeden Anime-Fan sicher etwas. Und dass ja halt momentan auch eine schwierige Zeit ist wegen dieser ganzen Corona-Pandemie, haben wir jetzt 3 weitere Tipps, um etwas zu unternehmen, wie auch im Ausland oder auch wenn ihr in eurem Land selber seid, daheim, was ihr könntet machen oder auch nicht. Da kommen unsere nächsten Top 3 Tipps. Wow, schau mal, das ist ja mega cool! Und unser erster Unternehmenstipp: geht wandern, raus in die Natur, Sachen anschauen, staunen, laufen von x Kilometern bergauf und auch wieder runter. Und der zweite Tipp, ladet Kollegen und macht eine spontane Grillparty, natürlich mit Abstand. Verbringt wieder mal alle einen schönen Abend zusammen, genießt die Gesellschaft und die Harmonie. Und der letzte Tipp, macht im Inland einen Städtetrip. Es muss nicht immer das Ausland sein, sondern auch bei dir. Wechselt mal die Stadt oder sogar das Dorf. Es hat immer irgendetwas zum Looky Looky machen.
Ja, liebe Leute von heute, das sind unsere drei Top-Tipps für euren Sommer. Drei Top-Games, Bücher und auch etwas zum Unternehmen, falls ihr auch dort seid oder wo ihr auch immer gerade in der Ferien seid. Wir sagen natürlich Danke fürs Hinschauen, wie immer. Wenn ihr Lust habt, abonniert gerne unseren Kanal. YouTube, schaut gerne auf Insta vorbei oder auf Twitch. Wir streamen auch immer wieder. Dann sage ich, schreibt euch noch eure Lieblings- oder Top-Games, Bücher oder was ihr so unternehmt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Dann sage ich Danke fürs Hinschauen. Schaut auf euch. Tschüss zusammen.